Moin und herzlich willkommen bei diesem herrlich nordisch-ostfriesischen Wetter hier von der Westmole in Empen. Das heutige Video hat mal nichts mit Politik und auch nichts mit verlassenen Orten zu tun. Heute geht es um vergangene Zeiten. Ich habe aus dem Nachlass meines Opas eine große Diasammlung digitalisieren lassen und viele tolle Aufnahmen von Empen aus den frühen 60er Jahren gefunden. Dann habe ich mir überlegt, ich mache mich mal auf die Spuren meines Großvaters und versuche die Orte zu finden, an denen er damals fotografiert hat. Und beginnen möchte ich das Ganze hier an der Westmole, und zwar bei diesen Kameraden hier. Das ist der Leuchtturm an der Westmole und die internationale Leuchtfeuernummer heißt B1026. B1026, das ist der kleine signalrote, achteckige Leuchtturm, der seit 1901 auf der 1899 errichteten Westmole im Emder Außenhafen steht. Seit 119 Jahren trotzt das 9,3 Meter hohe Molenfeuer West hier auf seinem 3 Meter hohen Steinsockel Wind und Wetter. Und heute trotzen wir ebenfalls Wind und Wetter. Das Regengeprassel und ab und zu ein paar Tropfen auf der Linse bitte ich zu entschuldigen. Natürlich hat der Leuchtturm auch eine wichtige Aufgabe. Er weist den Schiffen seit 1903 als Molenfeuer die Einfahrt zum Emder Hafen. In der eben erwähnten Diasammlung befanden sich zwei Fotos, die hier von der Westmole aus gemacht wurden. Früher war dieser Ort ein gut besuchtes Ausflugsziel und der kleine Turm ein echtes Emder Wahrzeichen. Heute ist der Bereich nicht mehr öffentlich zugänglich, da er im abgesperrten Bereich des Hafens liegt. Trotzdem kann jeder von euch einen Teil des Originalturms immer noch besichtigen. Aber dazu komme ich später. Wobei viele von euch natürlich jetzt schon ganz genau wissen, wo das alte Laternenhaus steht. Das neue Haus samt Kuppel stammt aus dem Jahr 1982. In diesem Jahr wurde das Molenfeuer aufwendig saniert. 1944 musste der Leuchtturm demontiert werden. Er stand im Zweiten Weltkrieg den Flugabwehrgeschützen im Weg. Nach dem Krieg forderten die Emder ihren Turm zurück, so dass er bereits 1946 wieder auf seinem Sockel thronen durfte. Hier das zweite Foto von meinen Großeltern, mit Blick auf die große Seeschleuse und den Bereich am Südkai. Hier hat sich einiges verändert. Die Metallpfeiler sind verschwunden, ebenso die gewaltigen Kräne im Hintergrund. Das gegenüberliegende Leuchtfeuer auf der Ostmole wurde durch ein moderneres ersetzt. Leuchtfeuernummer B1024. Der Grund dafür war eine Kollision mit einem Autofrachter im Jahr 1978, bei dem der rote runde Betonturm komplett zerstört wurde. Die Windmühle im Bild gab es natürlich damals auch noch nicht. Ein toller Ort, mit einer fantastischen Aussicht und einer ganz besonderen Atmosphäre. Ich bin froh, dass ich nochmal herkommen durfte, um diese Aufnahmen für uns zu machen. Auf der Internetseite leuchttürme.net wird darauf verwiesen, dass es in Emden Bestrebungen gäbe, den Weg zum Leuchtturm wieder zu öffnen. Allerdings habe ich dazu keine näheren Informationen gefunden. Es wäre aber toll, wenn es irgendwann so käme. Denn wer ans Wasser will, findet hier eine echte Alternative zu Knock. Eine weitere Alternative findet man im Bereich der großen Seeschleuse und dem Südkai. Und damit sind wir beim nächsten Ort, den ich heute am 23.02.2020 besuche. Trotzdem sollten wir B1026 noch nicht ganz aus den Augen verlieren. Ein paar Mal wird er uns noch begegnen im weiteren Verlauf des Films. Ich war bestimmt seit 25 Jahren nicht mehr hier und leider ist der innere Bereich der Schleuse abgesperrt. So war es ohne Genehmigung leider nicht möglich, sich unten ans Wasser zu stellen, in dem Bereich, wo mein Opa damals diese Fotos aufgenommen hat. Aber mit etwas Zoom konnte ich durch den Zaun filmen und wir wurden an diesem Sonntag sogar mit einer Schiffsdurchfahrt belohnt. Ein paar Dinge über das Schiff auf der alten Aufnahme kann ich euch erzählen. Es handelt sich um die Ems-Pirol, ein Tanker von der Emder Tankschifffahrt GmbH, die der Friesia Erdöl AG nahestand. Sie wurde 1944 in den USA fertiggestellt und hieß ursprünglich Wahoo Swamp.
Sie war etwas über 153 Meter lang und knapp 21 Meter breit. 1972 wurde sie zum Abbruch nach Taiwan verkauft. Bei dem E-Ship One, welches hier heute durch die Schleuse auf See ging, handelt es sich um ein großes Frachtschiff, welches zum Transport von Windkraftanlagen ausgelegt ist. Es wurde bei der Lindenau-Werft in Kiel in Auftrag gegeben und 2010 von der Kassenswerft fertiggestellt. Es ist etwas über 130 Meter lang, 22,5 Meter breit und mit einer Besatzungsstärke von 15 Mann seetüchtig. Diese vier großen Türme sind Flettenrotoren. Durch diese Türme senkt sich der Treibstoffverbrauch des Schiffs um 25%. Die große Seeschleuse wurde in den Jahren 1907 bis 1913 erbaut. Auch der neue Binnenhafen stammt aus dieser Zeit. Die Schleuse ist ca. 260 Meter lang und galt nach Fertigstellung als eine der größten Seeschleusen weltweit. Die Schleusentore wurden 1990 bei einer Renovierung erneuert. Sie sind 42 Meter weit, 20 Meter hoch und 7 Meter breit. Auch kommunalpolitisch ist die große Seeschleuse derzeit ein Thema. Sie soll saniert werden. Laut einem Bericht in der Ostfriesen-Zeitung könnte das Vorhaben einen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Da fährt er hin, der große Pott. Vorbei am Leuchtturm an der Westmole, raus auf die See. Mach's gut und komm heil an. Wir verlagern unseren Ort nun ein kleines Stückchen weiter und werfen einen Blick auf den neuen Binnenhafen. Von hier aus sehen wir, dass auch das nächste Schiff sich auf den Weg durch die große Seeschleuse macht. Es handelt sich auch hier um ein Frachtschiff, welches mit Windkraftanlagen beladen ist. Das alte Foto vom Binnenhafen wurde damals vermutlich am selben Tag aufgenommen. Der Bereich hat sich etwas verändert. Der riesige Beladekran wurde entfernt und durch modernere Kräne ersetzt. Gut zu erkennen auf beiden Fotos, das Emder Kraftwerk. Und es geht auch direkt weiter zum nächsten Ort, der sich hier auch in unmittelbarer Nähe befindet. Und zwar zum Deich am Südkai. Auch hier gibt es ein schönes altes Foto mit Blick auf Ost- und Westmole. Die großen Kräne im Hintergrund sind verschwunden und der Bereich ist jetzt befestigt. Und damit verlassen wir jetzt die Seeseite und wechseln unseren Standort in die Friedrich-Ebert-Straße. Und hier steht dann auch das alte Laternenhaus des Leuchtfeuers an der Westmole. Nach der Restauration 1982 wurde es hier aufgestellt und zum Brückenwärterhäuschen umfunktioniert. Seitdem schmückt es den Bereich bei der Brücke am Roten Sihl. Aber nicht der einzige Grund für unseren Besuch hier in der Friedrich-Ebert-Straße. Denn auch von diesem Bereich habe ich ein paar schöne alte Aufnahmen entdeckt. Friedrich Ebert war übrigens seit 1913 Vorsitzender der SPD und von 1919 bis 1925 erster Reichspräsident der Weimarer Republik. Aber das nur nebenbei. Werfen wir einen Blick auf das erste Foto. Aufgenommen wurde es von der neuen Kirche aus. Und ihr konntet mir so viel über den Bereich erzählen, dass ich eure Informationen mal zusammengefasst habe. Der große Turm im Bild war einer von vier Emder Wassertürmen. Dieser hier stand zwischen Kubierstraße und Friedrich-Ebert-Straße in dem Bereich, wo heute das Parkhotel Obstalsboom steht. Das Parkhotel war auch mit der Grund dafür, dass er abgerissen wurde. Aber auch die innere Stahlkonstruktion soll sehr marode gewesen sein. Auf dem Foto wirkt er wie eine gigantische Schachfigur. Der Eckbereich von rechts im Bild war damals noch unbebaut. Außerdem habt ihr mir viele Geschäfte und Betriebe genannt, die in diesem Bereich ansässig waren. Zum Beispiel das Delikatessengeschäft Janetzki. Die Besitzer hatten zwei Pudel, die wohl Assi und Nanni hießen. Vor Janetzki gab es dort das Milch- und Käsegeschäft Backer. Und jemand von euch sagte mir, dass es dort eine leckere Spitzwaffel mit Sahne für 5 Pfennige gab. Weiterhin gab es hier die Wäscherei Groß, die Kioske Weiß, Müller und Lerch sowie Stoppelsbude. Auch Albertines Blumenladen, ein Seifengeschäft, Tapeten,
die Kneipe Astrapod von Heini Heinemann, das Milchgeschäft Hinz, wo man Milch direkt aus der Kanne kaufen konnte. Auch Käse und Softeis gab es in diesem Milchgeschäft. Außerdem gab es in diesem Bereich Schmitz Drogerie, das Fahrradgeschäft Simmering, das früher auch Spielwaren anbot und sogar heute noch existiert, diverse Friseure, die Disco Santa Fe, einige Hotels und Nachtclubs, die Firma Elektro Momberger, der Teppichbazar Müller, das Bootsgeschäft Schmeding, Michaelsen und Klaasen, Opi Fährer, die die echten Emder oder Emder Kisten herstellten und immer noch herstellen und ihren Sitz mittlerweile in Leer haben, Tapetenhain, einen Tabak- und Kolonialwarenladen, die Wäscherei Mietz, Bestattung Peters, die Kohlehandlung Junge, Fernsehen Glöckner, Radio Stoll, die Fleischerei Pelz, das war ein Pferdeschlachter, der eine silberne Pferdekoppel überm Eingang hatte, Autozumpe, die Sauerkrautfabrik Sennen, den Juwelier Dorenbusch, die katholische St. Michael Schule, Zahnarzt Müller, Feinkost Thyssen, Schlachter Raveling, die Fahrschule Simon, Lotto Jansen, ein Möbelgeschäft, die Gaststätte German und die Likörfabrik Fisser. Und diese Aufzählung ist sicherlich noch nicht einmal komplett. Das Gebäude der alten Likörfabrik steht derzeit zum Verkauf. Und ein kleines Detail fiel mir auf, welches es auch schon damals gab. Die kleine Metallfahne oben auf dem Giebel, auf der gut lesbar W.J. Fisser 1885 steht. Ein Stückchen weiter, im Bereich der Drehbrücke, die seit 2012 eine Klappbrücke ist, gibt es auch noch zwei schöne Aufnahmen. Hier zum ersten der Blick Richtung Innenstadt und Falderndelft. Auf der rechten Seite befindet sich die alte Baptistenkirche, die derzeit wohl zu Wohnungen umgebaut wird. Auch zu den Bootjefahrern und ihren Booten gab es viele Hinweise. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Aufnahme vom 6. September 1962 stammt. An diesem Tag wurde das Emder Rathaus wieder eröffnet. Genau 18 Jahre, nachdem es von den Alliierten komplett zerstört wurde. Der 6. September 1962 war gleichzeitig der Beginn der Emder Lampionfahrten. Die geschmückten Boote auf dem Bild kamen wohl vom Delft und warteten an der Drehbrücke, um durchzufahren. Die Martina, hier vorne im Bild, gehörte einem Herrn Hilders. Später wurde sie weiß lackiert. Das hintere größere Boot hieß Ariane oder Ariadne. Sie gehörte einem Herrn Mellinghoff. Eines der kleinen Boote hieß Pirat. Die drei Boote liegen an der Brückstraße 78. Dort war damals Opel Jansen untergebracht. Heute befindet sich die Firma Fensterbau Spittje dort. Opel Jansen war in Emden ansässig vom 3. Dezember 1928 bis zum 31. Dezember 1996. Auf den Hausbooten im Hintergrund wohnten die Familien Göken und Simmering mit ihren Kindern. Es gab auch noch ein weiteres Hausboot zu der Zeit, das jemandem namens Skorloff gehörte. Die Hausboote wurden später verschrottet und ein weiteres Hausboot lag dann an der Stelle. Darauf wohnte die Familie Zumpe, der wohl auch die Garagen in dem Bereich gehörten. Bewohnt wurde es bis Mitte der 80er Jahre. Der kleine Gogo, hinten im Bereich des Bunkers, gehörte einem Herrn Rabenberg. Der Bunker ist heutzutage ebenfalls umgebaut. In ihm befinden sich Büros und Wohnungen. Dieser Ort hat sich verändert. Die Bebauung im Bereich am Rosentief fällt ins Auge. Ebenso der große Schlauchturm der Feuerwehr, der sich hinter der Weide versteckt. Und natürlich haben wir jetzt freien Blick auf unser wunderschönes historisches Plattbodenschiff, die Hope ob Segen. Ein Blick auf die andere Seite, Richtung Kesselschleuse, wurde ebenfalls festgehalten. Auch hier gibt es einige Veränderungen. Die Wohnhäuser auf der rechten Seite, die Gestaltung der Wege inklusive Geländer, die Laternen und die Bebauung auf der linken Seite fallen direkt auf.
Weiter geht es Richtung Kesselschleuse. Das erste Foto ist wohl am Herentorwall aufgenommen worden. An der Stelle bin ich als Kind auch gerne Schlitten gefahren. Die Bebauung im Hintergrund hat sich etwas verändert und Schnee gab es am heutigen Tage nur in flüssiger Form. Dafür mehr als genug. Foto Nummer 2 wurde von der kleinen Fußgänger- und Radfahrerbrücke Richtung Kesselschleuse aufgenommen. Hier ist die Zeit stehen geblieben. Lediglich das Haus auf dem Foto hat jetzt einen angrenzenden Wintergarten. Die Kesselschleuse besuchen wir bei der Gelegenheit natürlich auch gleich mit. Sie wurde in den Jahren 1886 und 1887 erbaut und gibt den Weg für Boote in alle Himmelsrichtungen frei. Von ihr aus erreicht man den Emder Stadtgraben, den Hafen, das Fehntjer Tief und den Ems-Jade-Kanal. In den Jahren 1911 bis 1913 wurde sie erweitert und schließlich erneuert im Zeitraum zwischen 1982 und 1989. Und von hier aus haben meine Großeltern diese schöne Aufnahme gemacht. Mit Blick auf die Häuser links in Wolthusen. Die gibt es immer noch. Sie sind von hier aus durch die Bäume aber heute etwas schwieriger zu erkennen. Und an dieser Stelle möchte ich den Film für heute erst einmal beenden. Falls er euch gefallen hat, wird es mindestens noch einen weiteren geben, denn ich habe noch einige Aufnahmen. Ein Foto habe ich auch noch für euch. Es handelt sich um das Schaufenster von Blumen Fisser, dem kleinen Blumenladen meiner Großeltern in der Nordertorstraße. Auch eine Gärtnerei in der Bollwerkstraße wurde von meinem Opa betrieben. Aber dazu kommen wir beim nächsten Mal. Mit den bisher gezeigten Bildern, damals und heute, als Diashow, möchte ich mich vorerst verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen und für eure tollen Informationen zu den Bildern. Ohne euch und eure Erinnerungen wäre dieser Film in dieser Form nie entstanden. Ihr seid klasse. Bis bald.